ich kenn Jungs von jedem Schlag, schon mein Leben lang. Manche gehen in den Knast, manche zur Uni, andere stehen vom Amt. Manche leben für Karriere, andere für die Gang. Sie hängen von Penny und Fred Perry, bunt gemischt wie. Wir sollten irgendwie jemanden dazu finden, der so zu dieser Defender-Story passt und irgendwie so ungleiche Typen zusammenbringt und New York rettet. Und das haben wir dann mit Lena gemacht. Netflix hat angerufen und gesagt, hey, wir würden gerne einen Song mit dir und Genetik machen. Und Genetika doch, du auch? Hab ich gesagt, ja. Kippe das Weed, häng zwischen Hippies und G's. Ganz egal wie, Hauptsache real. Sieh, der Weg ist weit, geh nicht alleine. Seit paar Jahren mit ner Handvoll, die so sind wie ich und wach sind, wenn ich schlafe. Sag dir mal eins, jetzt wird aber erstmal richtig performt. Oh, ich weiß, wann Schorle. Plötzlich das gepasst, nix was es nicht gibt, dieses Business. Lieb die Misfits und ich rauche Weed, um mich rauf zu beamen. Mit Jungs, die mir so nah wie meine Chains sind, denn ich traue ihnen. Drücke auf Repeat, bau schief wie Gaudi, Heidi, Taudi, baller auf den Chief wie Snake. Motherfucker, Kappa ist unfickbar wie beim ersten Day. Out of this world, was verfolgt von diesen Girls. Sieht die Maske niemals aus, weil meine Seele ihr gehört. Tatsächlich hatten wir bei der Marvel-Geschichte direkt Bock so, weil das natürlich einfach voll passt. Wir sind natürlich prädestiniert, um genau diese Geschichte zu verkörpern und darzustellen und genau so diesen Weg auf unsere Art und Weise zu erzählen, dem ein Gesicht zu geben, musikalisch. Und deswegen war für uns klar, dass wir das machen. Ich habe Luke Cage gesehen, bevor Netflix angefangen hat, und Daredevil gesehen. Und finde beides cool. Ich liebe sowieso Superhelden und bin auf jeden Fall, ich würde fast sagen, Marvel-Fan. Deswegen habe ich mich natürlich total gefreut. Wir hatten tatsächlich einen Chorus auf Englisch und dann haben wir gedacht, komm, wir probieren es einfach mal auf Deutsch und haben was geschrieben und was eingesungen und irgendwie hat sich's normal angefühlt und gut angefühlt und so, ja, so ist es dann irgendwie auch deutsch geworden. Ich finde auch, dass man gar nicht so geschockt ist, wenn man es hört. Wir fanden das so von Anfang an gut und haben gesagt, krass, wenn sie dann auf Deutsch das erste Mal probiert, und dann haben wir einfach ein bisschen zusammen geschrieben und waren im Studio und hat sich gut angefühlt, dann haben wir es auch gemacht und so, wir haben sie ermutigt, das zu machen und ich glaube, es hat ihr selber auch Spaß gemacht und es ist gut geworden. Es gibt ja irgendwie andauernd irgendwelche Kollabos und immer entsteht irgendwas Geiles und Neues, das ist ja auch das Coole daran. Und nur weil das hier noch nicht so viele gemacht haben, heißt das ja nicht, dass man das nicht trotzdem machen darf. Es geht halt immer um die Realness und darum, dass Hip-Hop halt von der Straße kommt und das verträgt sich dann nicht mit so einer erfolgreichen großen Pop-Künstlerin. Aber ich glaube, in ein paar Jahren ist das bei uns auch alles nicht mehr Thema. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und vielleicht wird der Song ja auch dazu beitragen, dass sich das noch mehr lockert. Unter tausend Gleichen, bist du einzig, sag siehst du mich auch. Wenn ich lache, wir sind Heroes auf den Streets, jump aus dem Van mit der Maske, in die Bank mit der Maske, gefangen in der Maske, aber lang lebe die Gang. Also, pass auf, Dankeschön, das war's. Videodreh ist vorbei, wir sind fertig. Lena nervt überhaupt nicht, wenn sie so die ganze Zeit losquatscht. Hat mega viel Spaß gemacht. New York, Dankeschön. Ciao. Bye.